Eine Gruppe aus Internet behauptet, es gibt Ketten Takfir im Islam. Gibt es sowas? Wie Ketten Takfir? Wenn ich nicht sage, dass irgendein Präsident oder König Kafir ist, wer sagt, dass ich Kafir geworden bin? Wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Die haben jemanden vom Islam ausgeschlossen. Das geht um Erdogan. Aber klar. Und diese Gruppe, die sind diese von Kaplan. Kaplan. Der Khalif. Barakallahu fik. Khalif, der Muslim. Überlegt euch, Martin Kaplan. Martin. Der Khalif der Muslime aus Köln. Der Khalif der Muslime hat Asylantrag in Deutschland gehabt. Und er hat 80 Euro im Monat von ihnen bekommen. Und er dürfte die Stadt nicht verlassen, außer mit Erlaubnis von Sozialamt. Ich meine, welche Esel? Entschuldigung, Esel, Oma ist viel. Welcher Untereselniveau? Entschuldigung für die Esel. Ich bitte die Esel um Entschuldigung. Welcher wird sonst glauben? Möge Allah uns bewahren. Und unser Khalif bekommt Sozialhilfe. Khalif von 1,5 Milliarden Muslime. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Achi Fitna wird gemacht nur bei Leuten, die unwissend sind. Bei Leuten, die wissen, wird bei ihm kein Fitna gemacht. Und wer solchen Leuten folgt, ist selber schuld. Selber schuld. Wer Daesh, ISIS folgt, ist selber schuld. Wer Qaida folgt, ist selber schuld. Das sollte man nicht auf die anderen schieben. Wer Zina begeht, ist selber schuld. Wer klaut, ist selber schuld. Wer Drogen nimmt, ist selber schuld. Das sollte man nicht diese Leute als Opfer zeigen. Das ist Opfer, der Arme. Was ist der Arme? Wenn er gezwungen wird, dann könnten wir sagen, der Arme. Aber selber schuld. Warum nimmt man von diesen Leuten? Wer sind diese Leute? Einer sagt, ja, Al-Albani war so fit in Hadith-Lehre, aber er ist Kafir. Allah. Warum? Warum ist er Kafir, Al-Albani? Weil er das nicht, das bedeutet, wenn du nicht sagst, Erdogan ist Kafir, dann bist du selber Kafir. Wo ist der Beweis aus Koran und Sunnah? Da bringen sie irgendwas, Ay, Hadith, und die denken, die Unwissenden, die glauben sowas. Aber die Wissenden, was hat das damit zu tun? Okay, wir fragen diese Leute, Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Wir fragen diese Leute. Der Präsident von Komoreninsel ist Muslim oder Kafir? Der sagt, ich weiß nicht, vielleicht. Oder der sagt, ich weiß. Angenommen, irgendein Präsident von einem Land. Kennst du ihn? Wir nehmen ein Präsident, heißt Tukutuko Takitaki. Kennst du Tukutuko Takitaki? Nein. Ist er Muslim oder Kafir? Weiß ich nicht. Dann bist du Kafir. Wieso? Weil Tukutuko Takitaki Kafir ist. Und du hast ihn nicht so als Kafir bezeichnet. So dumm sind diese Leute. Die verstehen das nicht. Und dann kommt er und sagt, man lam yukaffir al kafir kafari. Wer sagt das? Sheikh al-Albani, als er gefragt wurde nach dieser sogenannten Regel, wer ein Kafir nicht als Kafir bezeichnet, ist selber, wer ein Muschrik nicht als Muschrik bezeichnet, ist selber, und neulich, wer ein Mubtada nicht als Mubtada bezeichnet, ist selber. Sheikh al-Albani sagt, woher haben diese Leute das? Und dann hat er eine schöne Geschichte erzählt, Sheikh al-Albani. Der sagt, jemand wollte die anderen vom Islam ausschließen. Ja? Und der hat ihm gesagt, wenn du mir das nicht machst, dann hast du keinen Respekt zu mir. Und wenn du zu mir keinen Respekt hast, dann hast du keinen Respekt zu meinem Wissen. Und dieses Wissen habe ich vom Propheten bekommen. Und wenn du keinen Respekt zum Propheten hast, dann bist du ein Kafir. So ist das. Das heißt, lazim, al-lawazim. Das bedeutet, da sagt man, wenn dann. Dies haben wir nicht im Islam, Barakallahu fikum, wenn dann. Wenn dann, das ist in deinem Kopf und nicht, was Allah sagt und was der Prophet sagt.
Wenn du die Leute vom Islam nicht ausschließt, dann bist du selber. Wer sagt sowas? Okay, dann eine Frage bitte. Eine Frage. Al-Hassan al-Basri hat al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi vom Islam nicht ausgeschlossen und Tawus hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Jetzt, wer ist Kafir von ihnen geworden? Okay. Al-Shafi'i sagt, wer das Gebet unterlässt, nicht aus Verleugnen und nicht mit Indizien jetzt ihn zum Kafir macht, ist noch Muslim. Und Al-Imam Ahmed sagt, wer das Gebet unterlässt, ist Kafir. Jetzt hat Al-Imam Ahmed Al-Shafi'i vom Islam ausgeschlossen. Wieso hat er das nicht gemacht? Kennen Takfir heißt, du sagst nicht Kafir, dann bist du. Sag, ja, das sind Ijtihad-Themen. Uff, Allahu Akbar. Und was ist Takfir? Ist das Yaqin-Thema? Sagen, ja, okay. Wo ist euer Yaqin dann, dass solche Leute wie Erdogan Kuffar sind? Ja, der regiert nicht mit Gesetzen. Oh, mashallah. Und was machst du in Deutschland lieber? Lieber Großgelehrter. Was machst du in Deutschland hier? Da sagt eine Frage, welche Gesetze, wenn man die macht, dann ist man kein Muslim. Ja, sag mir bitte, wenn du hier einen Pass beantragst, ja, du hast doch dann zugegeben, dass du dich unter diesen Gesetzen, sage ich jetzt, unterwirfst. Treu bist? Nein, bei ihm nicht. Bei den anderen hier. Wallah, es gab einen von ihnen, bekannt. Der war in England. Ich habe ihn selber zugehört im Internet. Der hat gesagt, wenn jemand einen Rechtsanwalt beauftragt, ist Kafir. Da hat man ihm gesagt, wenn das aus Notwendigkeit ist, er hat gesagt, es gibt keine Notwendigkeit in Tauhid, der ist Kafir. Da haben gesagt, einer hat ihn gefragt, der hat gesagt, schau mal, ich war beim Roten Ampel und die haben mir jetzt Strafe und die drohen mir mit Gefängnis. Ich muss zum Gefängnis. Oder es soll zum Gericht. Er hat gesagt, nein, wenn du zum Gericht gehst, Rechtsanwalt nimmst, dann bist du Kafir, du bist kein Muslim. Offen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Weisheit. Diese Person wurde festgenommen von England und er musste an USA ausgeliefert werden. Dann hat er zwei Rechtsanwälte beauftragt. Eine davon, Frau. Und der hat alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Da hat man ihn gefragt, Sheikh, was ist los? Er sagt, bei mir ist Notwendigkeit. Die haben gesagt, aber früher hast du gesagt, das geht nicht. Er hat gesagt, nein, bei mir ist anders. Und am Ende wurde er ausgeliefert. Wie der andere, der wurde festgenommen und der hat die ganze Zeit Jihad, Takfir, Kufr, Kuffar, tötet sie, Feinde Allahs, als sie ihn festgenommen haben. Er sagt, niemals habe ich das gesagt. A'udhu Billah. Der hat niemals das gesagt. Man, die haben ihn Aufnahmen geholt. Aufnahmen. Seid Aufnahmen, alle, wir wissen doch alle. Der sagt, wir sind keine Muslime, wir. Dann am Ende sagt er, nein, der hat das nicht gesagt. Diese Leute haben ihre Gesichter verloren vor den Muslimen. Die haben bewiesen, dass sie gelogen haben mit Kuffar. Und die haben belegt, dass sie Allah nicht fürchten. Und dass das Ganze, was sie gesagt haben, das war nur Schauspielerei, Angeberei. Und die wollten damit Leute anwerben und, ich will nicht viel über dieses Thema, schließe mit diesem Wort, die meisten von diesen Leuten sind gekaufte Agenten, möge Allah uns bewahren. Das ist meine Überzeugung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der zu viel über solche Themen redet. Wir wissen ja, V-Leute, der kommt, ja, dieser Amri, der hat einen V-Mann gehabt, der hat ihm gesagt, mach das, tu das, tu. Jetzt Amri ist gestorben, die Polizisten sind suspendiert und keiner weiß, was los ist. Und am Ende wird das unter die Akte in den Keller gesteckt und keiner weiß das. Möge Allah so was. Einer Wallah hat gesagt, Wallah. Der hat gesagt, wer Windows benutzt, ist Kafir. Uqsimbillah. Und nur ein Kranker, ein Dummkopf folgt solchen Leuten. Da hat man ihm gesagt,
Aber du hast doch welches Betriebssystem benutzt? Und der hat gesagt, auch Windows. Dann habe ich gesagt, ja, und bei dir? Der hat gesagt, schaut mal, wenn ich Windows installiere, dann komme ich, wenn sie sagen, bist du mit unseren AGBs einverstanden? Ich sage, kafartu bidhalika enter. Der macht Sinn. Sind die Leute Schafe? Was sind die? Es gibt Hack und Batel. Aber Jahl, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist die Sache. Wallah, einer hat gesagt, wenn du dein Kind in die Schule schickst, dann bist du Kafir. Wenn du an roten Ampel stehst, bist du Kafir. Und dann kommen diese Schnuller. Ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und der versteht gar nicht und der weiß nicht, was los ist. Der hat vielleicht ein paar Aussagen gelesen oder gehört und er will die Leute vom Islam ausschließen. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Ein dritter Punkt, der dem Iman vollkommen widerspricht. Vollkommen, nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern auch in seinem Wesen, also widerspricht, ist es, die Kafir nicht als Kafir zu betrachten. Einen Kafir nicht als Kafir zu betrachten, egal ob es Juden, Christen, Atheisten oder Polytheisten sind. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ich mache ein einfaches Beispiel, damit die Sache klar ist. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich bin der Meinung, dass das Christentum eine bei Allah Azza wa Jal gültige Religion ist. Und dass der Christ am Tag der Auferstehung genauso ins Paradies kommen kann wie ein Muslim. Diese Sache widerspricht vollkommen dem Iman und diese Person, die so etwas sagt, hat keinen Iman. Sie hat Kufr. Und Allah hat seinen Iman abgesprochen. Und er wird am Tag der Auferstehung mit dem Pharao auferstehen. Warum? Weil das, was sie glaubt und sie behauptet, in vollkommenem Widerspruch steht mit dem, was Allah gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, und sein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in der Sunnah. Allah sagt im Koran Karim klipp und klar, dass jeder, der eine andere Religion begehrt als den Islam, so wird sie von ihm am Tag der Auferstehung niemals angenommen werden und er wird zu den Verlierern gehören. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wenn also jemand kommt und das Gegenteil sagt, dann ist er ein ungläubiger Mensch. Auch wenn er betet, auch wenn er fastet, das widerspricht dem Iman. Nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern in seinem Ursprung. Damit ist aber nicht gemeint, wie leider manche Leute falsch verstehen, damit ist nicht gemeint, dass, stell dir mal vor, ein Muslim begeht eine abscheuliche Tat. Ein Muslim begeht eine abscheuliche Tat. Diese abscheuliche Tat ist eine Tat, eine Kuffertat. Ist eine Kuffertat. Wie zum Beispiel, als manche Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt haben, O Gesandter Allahs, wir bitten dich darum, einen Baum zu haben, wie die ungläubigen Götzendiener, sodass wir auch unsere Schwerter aufhängen können, um dort Segen zu erlangen, so wie sie es machen. Denn sie waren eines Tages auf der Reise und die Götzendiener haben einen Baum gehabt. Man nennt ihn Dhatu Anwad, das heißt ein Baum, dem man etwas aufhängt. Und sie haben ihre Schwerter darauf aufgehängt, um dort Segen zu erlangen. Und für uns in unserer Religion ist das eine Form von Schirk. Denn der Segen kommt einzig von allein von Allah Azza wa Jal. Und als die Sahaba das verlangt haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewundert. Und gesagt, subhanallah, ihr habt genau das gleiche gesagt, was auch die Kinder Israels zu Moses damals gesagt hatten. Sie sagten, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Sie sagten zu ihrem Propheten Musa a.s., mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Deswegen diese Aussage, diese Forderung der Sahaba radiallahu anhum, natürlich haben sie es gemacht, weil sie erst vor kurzem den Islam angenommen hatten und die eigentliche Sache war, weil die waren unwissend. Jetzt
Stell dir mal vor, ein Muslim ist, sagt solch eine Aussage. Und du bist davon überzeugt, dass er aufgrund seiner Unwissenheit entschuldigt ist, genauso wie die Sahaba in dieser Situation für ihre Unwissenheit entschuldigt war. Stell dir mal vor, eine andere Person sagt, nein, ich bin der Meinung, diese Person ist nicht entschuldigt. Ich rede nicht von den Sahaba, ich rede jetzt von einer Person der heutigen Zeit oder unter uns. Und jemand sagt, ich bin der Meinung, er ist nicht entschuldigt. Und für mich ist er durch diese Forderung aus dem Islam ausgetreten. Stell dir mal vor, du hast diese Meinung und du hast diese Meinung. Diesen Fall meinen wir überhaupt nicht hier mit dem, dritten Punkt, den wir angesprochen haben. Okay? Das heißt noch, was war der dritte Punkt? Den Ungläubigen als Ungläubigen zu betrachten. Das heißt, man darf niemals sagen, ein Jude oder Christ oder Atheist oder Polytheist oder weiß nicht, wie sie alle heißen, dass sie ins Paradies kommen können, dass sie gläubige Menschen sind, dass sie auch eine Chance haben, am Tag der Auferstehung zu bestehen. Das ist ein Fall. Der andere Fall, den ich gerade eben versucht habe, länger zu beschreiben, ist ein komplett anderer Fall. Darum geht es überhaupt nicht. Weil es gibt manche Leute, die benutzen einen Satz, der lautet, wer einen ungläubigen Menschen nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig. Der Satz, so kommt darauf an, was damit gemeint ist. Wenn du damit meinst, wer einen Juden nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig, dann stimmt das. Weil der Jude ist kein Muslim. Aber wenn du damit sagen willst, wer einen ungläubigen Menschen, den ich als ungläubigen bezeichne, und über die es Diskussionen gibt und über die man unterschiedlicher Meinung sein kann, weil er ursprünglich ein Muslim ist und eine Tat begangen hat, wodurch er aus dem Islam austreten kann, wer solch einen Menschen nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, selbst ungläubig, dann sage ich, du hast überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich hoffe, diese Sache ist klar geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala aus uns und euch leicht machen. Einmal wird hier gefragt, Geschwister versuchen mich zu überreden, auf den Herrscher der Türkei Takfir zu machen. Bin ich, wenn ich im Zweifel bin, verpflichtet? Das haben wir doch genau erklärt. Das sind doch genau diese Kandidaten, die weder rechtgeleitet sind, noch etwas von der Religion überhaupt gelernt haben. Denn wenn jemand dich verpflichtet, dann braucht er einen Beweis dafür. Weil wenn jemand, ein Gelehrter, einen Menschen vom Islam ausschließt, einen ehemaligen Muslim vom Islam ausschließt, dann ist das eine Mas'ala Ijtihadiyya. Das bedeutet, das ist eine Sache, die ist sein eigenes Abmühen. Man hat davon kein Siegel vom Koran und von der Sunna. Wie zum Beispiel in der Zeit von Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Das war einer, der hat viele Sahaba getötet. Und der hat sehr viele Schandtaten verbreitet. Dieser Al-Hajjaj, so sagten einige der Gelehrten, wenn Yawmul Qiyamah jede Umma, jede Gruppierung mit seinem schlechtesten Menschen kommt aus dieser Gemeinschaft, dann müsste man mit Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi kommen, weil er einer der übelsten gewesen ist. Dieser Mann, Al-Hajjaj, manche von den Tabi'in, wie Sa'id al-Jubair radiallahu anhu und Tawus, sie haben ihn vom Islam ausgeschlossen. Andere Tabi'in, Ibn Salim und andere, haben ihn nicht vom Islam ausgeschlossen. Warum? Weil diese Sache, was ist? Ein Ijtihad von einem Gelehrten. Und die Dummköpfe, und ich unterstreiche das Wort Dummköpfe, die weder von der Religion etwas gelernt haben, sie wissen diese ganzen Sachen gar nicht. Sie denken, wenn sie das Urteil über einen erstrecken, dann ist das so, dann ist er ein Kafir. Und dann müssen alle anderen sagen, dass er ein Kafir ist. Wer sagt das? Wer hat uns sowas gesagt? Das heißt, eine Person wird nicht vom Islam ausgeschlossen, außer mit der Iqamatul Hujja. Das bedeutet mit der Belehrung. Und das sind die Aussagen von Sheikhul Islam und das sind die Aussagen von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab und von vielen anderen Gelehrten. Was machen diese Leute jetzt? Weil sie natürlich nicht zufrieden sind mit den Aussagen von Sheikhul Islam und Ibn al-Qayyim und Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, obwohl sie behaupten, dass sie von diesen Gelehrten nehmen, dann suchen sie dir einen Gelehrten, der gesagt hat, nein, man kann sofort den Takfir machen. Dann suchen sie in der Zeit von den Ulama al-Najdiyya aus dem Irak, jetzt wie einer, dem gefällt nicht das Urteil, dass Musik haram ist, also sucht er nach einem Gelehrten, der das, was, erlaubt hat. Versteht ihr, was ich meine?
Eine Frage. Okay, du nimmst von diesem Gelehrten von Najdiya, wir nehmen von den Gelehrten, die bestätigter und besser im Wissen sind, als den, den du genommen hast. Und jetzt? Wie manche Leute, der sagt dir, ja, Imam Nawawi hat doch erlaubt, dass man den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern darf. Okay, du nimmst Imam Nawawi, wir sagen Abu Bakr al-Siddiq. Und jetzt? Und jetzt? Versteht ihr, was diese Leute versuchen? Sie versuchen, nur jemanden zu finden, der ihrer Hauer folgt. Das heißt, sie kümmern sich gar nicht um den Gelehrten. Der Gelehrte ist gar nicht für sie im Vordergrund, sondern dass er das gesagt hat, was sie gerne hören möchten. Und daher, du bist auf keinen Fall verpflichtet. Und wal'iyadu billah, das ist niemals für dich Pflicht, dass du einfach über einen Muslim so Takfir machst. Wenn wir wissen, dieser Muslim betet und dieser Muslim fastet und dieser Muslim liest den Koran und wir wissen von ihm, dass er bi'idhnillah ta'ala auch nach dem Islam versucht zu leben, dann können wir niemals den Takfir einfach so über ihn aussprechen. Und wenn Sie die Aussage von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hören, und ich würde Ihnen nicht vorher sagen, dass diese Aussage von Sheikh al-Islam ist, von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab, die würden dir sagen, das sind Kuffar, die so etwas gesagt haben, dann sagen wir ihnen, nein, das sind keine Kuffar, das war Sheikh al-Islam und Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Ich habe einen Unterricht gemacht, der Takfir und seine Regel. Da habe ich diese Aussagen erwähnt, von Sheikh al-Islam und von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab. Wallahi, wenn ich nicht gesagt hätte, dass diese Gelehrten das gesagt haben, dann hätten sie auf sie Takfir gemacht. Wisst ihr das? Aber so sind diese Unwissenden. Sie wollen sich über diese großen immer erheben und haben gar nichts von ihren Büchern verstanden.